Mein Name ist Volker Oppmann, ich bin Verleger von Onkel & Onkel und gerade mit LocOS dabei, eine gemeinnützige E-Book-Plattform aufzubauen. Es lohnt sich auf jeden Fall, in die Zukunft der Buchbranche zu investieren, weil die Branche eine ganz, ganz zentrale Position in der Vermittlung von Inhalten hat und dadurch auch eine wesentliche gesellschaftliche Funktion erfüllt, von der ich überzeugt bin, dass wir die selbst wahrnehmen sollten und diese Funktion nicht internationalen Großkonzernen überlassen sollten. Wir setzen mit LocOS genau an dieser Vermittlung von Inhalten auf, weil, was den meisten aktuell noch nicht bewusst ist, dass Anbieter wie Amazon, Apple oder auch andere E-Book-Anbieter, die mit cloudbasierten Diensten arbeiten, bereits heute keine Händler mehr sind in diesem Sinne, sondern Online-Bibliotheken. Die Inhalte stehen nämlich nicht mehr bei uns zu Hause im Bücherregal, sondern sie liegen auf Servern, die von kommerziellen Großunternehmen betrieben werden. Das heißt aber, dass wenn wir dieser Entwicklung nichts entgegensetzen, dass wir in Zukunft als Gesellschaft komplett von internationalen Großkonzernen abhängig sein werden. Und insofern ist unser Bestreben, eine neutrale Infrastruktur aufzubauen, auf der sich Verlage wie Buchhändler treffen können als Anbieter von Inhalten, Autoren selbstverständlich auch, und die Kunden, das heißt die Leser, das gute Wissen haben, dass sie die Inhalte hier auch auf einer neutralen Plattform nutzen können und sich nicht abhängig machen von reinen Konzerninteressen. Insbesondere ins Gespräch mit anderen Teilnehmern aus der Branche zu kommen, weil es ja doch sehr, sehr viele Perspektiven auch zu berücksichtigen gilt, um auch dort nochmal die Bedürfnislage der einzelnen Perspektiven auszuloten. Das heißt, ein Verlag hat in der Regel ganz andere Herausforderungen zu meistern als jetzt ein Buchhändler, um zu gucken, wie man dort die Schnittstellen richtig gestalten kann, sodass die Stärken des einen Hand in Hand mit den Stärken des anderen spielen und man so in Summe natürlich mehr als die Summe seiner Teile zustande kriegt.